Matthias, das Trainingslager der Wahrheit beim BVB ist vorbei. Ist also an der Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen. Du warst ja dabei, hast alles mitbekommen. Was würdest du zusammenfassend sagen? Ja, man konnte die Schwerpunkte der Arbeit schon erkennen, die Jürgen Klopp hier gesetzt hat. Es waren sehr intensive Einheiten. Das ging an die Substanz. Ich denke, das musste auch sein, um ein bisschen die Grundlagen für eine höhere Fitness zu legen. Im Fokus stand außerdem ganz klar das Umschaltspiel. Schnell zum Abschluss kommen, also im Grunde klassisch VB war, oder ob man da vielleicht in den kommenden 2 Wochen auch noch andere Schwerpunkte setzen muss, lasse ich Stand jetzt mal offen, muss man mal sehen, in welche Richtung es jetzt geht. Jürgen Klopp hat angekündigt, dass er in der nächsten Woche auch noch mal intensiv trainieren wird, um dann halt in der letzten Woche, bevor es dann in Leverkusen in die Rückrunde geht, das Tempo ein bisschen rauszunehmen, die Kräfte ein bisschen besser zu verteilen, einfach auch wieder Regeneration aufs Programm zu setzen und dann auch noch mal verstärkt im taktischen Bereich zu arbeiten. Ja, beliebte Kategorien bei so einem Trainingslager sind ja immer Gewinner und Verlierer. Kann man, glaube ich, nicht so ganz einfach jetzt feststellen, ob es da Gewinner und Verlierer gibt, oder? Ja, es ist schwierig zu beurteilen bei den Verlierern, weil man hatte 2 Testspiele, es ist in beiden Testspielen durchgewechselt worden. Verlierer, wenn man so möchte, sicherlich Erik Durm, hat sich hier verletzt, fällt bis Anfang Februar aus. Das heißt, der ist erstmal im Hintertreffen auf der Linksverteidigerposition. Man kann aber auch nicht sagen, dass Marcel Schmelzer da jetzt quasi einen Freifahrtschein hat. Heute hat Sokratis auch mal Linksverteidiger gespielt, das ist sicherlich auch noch eine Option. Ja, und Sebastian Kehl muss man abwarten, der hat sich heute verletzt, ist auf die Schulter gefallen, hat sich die wohl auch ausgekugelt. Ich habe vorhin kurz mit ihm sprechen können, da hat er gesagt, er ist nicht so optimistisch, dass das ja, nur eine Kleinigkeit ist. Der wird morgen in Dortmund untersucht und da wird man dann mehr wissen. Schulter ist immer eine blöde Stelle. Man kann ihm eigentlich nur die Daumen drücken, dass das nicht eine allzu lange Geschichte wird. Gewinner ist etwas einfacher zu sagen. Das sind die ganz Jungen, die dabei waren. Janis Burmic, der jetzt als letzter hinzugestoßen ist von der U16, 16-jähriger junger Spieler, der heute das erste Mal bei den Profis mitmachen durfte in dem Spiel, hat sofort ein Tor aufgelegt. Und dann sicherlich auch Felix Passlack, ebenfalls erst 16 Jahre, der hat hier sehr auf sich aufmerksam gemacht. Aber im Grunde gilt das auch für John Stankovic, 19. Und Jeremy Duziak, der auch, glaube ich, 18 oder 19 ist, beide aus der U23, die haben sich hier gut verkauft. Jürgen Klopp hat heute gesagt, er hofft, dass er die in der Rückrunde nicht einsetzen muss, einfach weil die in ihrer Entwicklung noch nicht fertig sind. Aber ich glaube, man müsste keine großen Bedenken haben, die mal in den 18er-Kader aufzunehmen. Aber es ist sicherlich richtig, von denen jetzt erstmal nicht so viel zu verlangen, nicht so viel zu erwarten. Die sind noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Aber die haben sich hier gut verkauft, waren mutig, waren frech. Mehr kann man da, glaube ich, nicht verlangen. Ja, aber wie du schon sagtest, ist es ja recht unwahrscheinlich, dass die jetzt in der Rückrunde, falls das wirklich dann noch spitz auf Knopf wird, also der BVB bleibt unten, werden die jetzt wohl kaum die Leute sein, die da jetzt das Ruder rumreißen können, ne? Nein, auf keinen Fall. Das meinte Jürgen Klopp heute ja auch, als er das gesagt hat, dass er hofft, dass die nicht zum Einsatz kommen müssen. Aber es zeigt schon, dass im Unterbau jetzt wieder besser gearbeitet wird. Vor 2, 3 Jahren herrschte da ziemliche Ebbe. Jetzt kommt einiges nach aus der U17, aus der U19. Es sind ja auch David Sauerland zum Beispiel, der ist hier nicht dabei. Stenzel. Ja, jetzt hat man einen kleinen Hänger drin. Die Leitungen in Spanien, die müssen wir bis zum nächsten Jahr noch mal ein bisschen ausbauen. Ja, wenn es dann nochmal hingeht. Ja, mal gucken. Zweite Liga, dann muss man ein bisschen sparen. Dann bleibt man zu Hause. Das spare ich nicht. Ja, gibt sonst noch irgendwas, was du uns unbedingt erzählen musst? Gab es noch irgendwelche Besonderheiten? Nein, eigentlich nicht. Kevin Großkreuz hat sich heute leicht verletzt im Test. Der ist umgeknickt. Das ist aber wohl nicht ganz so schlimm wie bei Sebastian Kehl. Auch der wird morgen nach der Rückkehr untersucht. Es gibt hier morgen keine Abschlusstrainingseinheit mehr. Die hatte man heute Vormittag angesetzt. Morgen geht es direkt zum Flieger nach dem Frühstück. Und dann gegen Mittag müsste der BVB dann auch landen. Ich glaube, um 11 ist der Abflug, 2:30 dann die Landung. Danach geht es dann für Kehl und Großkreuz zur Untersuchung, sodass man da am Nachmittag sicherlich auch Neuigkeiten erwarten kann.
Ja, und dann geht es in die vorletzte Woche. Es kommen dann noch zwei Testspiele, eins in Utrecht, eins in Düsseldorf. Und dann wird es so langsam ernst. Ich glaube, man kann schon festhalten, dass noch ein bisschen Arbeit vor dem BVB steht. Die sind jetzt noch nicht wieder so gut, wie sie mal waren. Das können sie auch gar nicht sein nach 1,5 Wochen Training. Lassen wir uns einfach mal überraschen, wie es jetzt weitergeht. Im Moment finde ich es noch unheimlich schwierig, eine Prognose abzugeben, in welche Richtung es gehen könnte. Dafür ist es einfach noch zu früh. Gut, dann kommt ihr beiden erstmal gesund wieder. Ihr fliegt ja auch morgen Vormittag, nehme ich an. Genau. Und ab Montag steigen wir dann hier wieder voll als Team in Dortmund ein. So geht das. Darf ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen? Es Wir kommt haben drauf an. nämlich am Montag ein großes, ganzseitiges Interview mit Ciro Immobile im Blatt. Da kann ich schon verraten, dass sich das lohnt. Das ist sehr, sehr lustig geworden, sehr unterhaltsam. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Genau, und in dem Zusammenhang auch noch den Hinweis, dieses Interview des Monats gibt es hier bei uns nicht online. Genau, aber als E-Paper. E-Paper, genau, und normal in der Zeitung, also das lohnt sich auf jeden Fall. Gut, dann eine geruhsame letzte Nacht Danke und wir sehen sehr. uns am Montag wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.